als meine Mutter mich dort sozusagen wie zurückgelassen hat bei meiner Großmutter, habe ich als Kind für mich die Schlussfolgerung gezogen. Meine Mutter hat mich da gelassen, weil sie mich nicht lieb hat und ich kann ihr nicht vertrauen. Die Tochter, wirklich, die Mutter-Tochter-Beziehung war extrem zerstört. Ich habe damals mich nicht verstanden. Ich habe damals auch nicht verstanden, warum ich meine Mutter nicht mochte. Und als ich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen und als es mir so vieles bewusst wurde, dass ich auf verschiedene Arten geprägt wurde, habe ich dann angefangen, ganz anders mit mir zu arbeiten. Ich habe verstanden, dass das, was ich denke, nicht ich bin, sondern die Gedanken, die ich habe, basieren auf Vergangenheit, wie ich geprägt wurde, wie ich erzogen wurde. Und im Hier und Jetzt, im Heute, dienen mir die gewissen Prägungen nicht mehr. Und als ich auch verstanden habe, okay, ich habe damals für mich als Kind geschlussfolgert, meine Mutter hat mich hier gelassen, weil sie mich nicht lieb hat, aber stimmt ja nicht. Ich habe das als Kind für mich damals entschieden, aber es war ja nicht so. Die Wahrheit ist, sie hat mich dorthin bei meiner Großmutter gebracht, damit sie nach Hauptstadt geht und arbeiten kann. Sonst wären wir heute nicht hier. Ich wäre heute sonst nicht in die Schweiz und dafür bin ich ihr unendlich dankbar, dass ich heute hier bin. Als Kind war ich so traurig, ich hatte so viele Schmerzen erlebt, dass ich einfach gefunden habe, wieso geht ihr mit mir so um? Was habe ich denn falsch gemacht? Warum ist meine Mutter nicht da? Warum ist ja niemand da, wo mich beschützt? Menschen, die mir wehtun und so habe ich lang gelebt. Also so habe ich wirklich bis zu meinem 25. Lebensjahr mit diesem Mindset, mit diesem Glaubenssystem gelebt. Und das hat wirklich nicht gut getan. Viele Dinge von außen lösten das Gefühl der Wertlosigkeit aus bei mir. Zum Beispiel im Beruf, wenn man mich nicht, wenn man nicht mit mir sprach oder im Freundeskreis, wenn meine Meinung nicht akzeptiert wurde oder in Liebesbeziehungen, wenn man mir nicht geantwortet hat, wurde das Gefühl der Hilflosigkeit extrem getriggert. Das hat das ausgelöst. Danach habe ich danach für mich verstanden, dass ich meinen Wert selber bestimmen kann.